Yo Leute, was geht ab? Mucke hier am Start. Wir spielen PlayerUnknown's Battleground, PUBG, kurz ein Spiel, ja, von den Machern von Arma 2, von der Battle Royale Mod. Viele sagen ja, kopiert von H1Z1, kopiert von Karting, kopiert von hast du nicht gesehen. Allerdings sind die Macher haben ein Spiel vorher gemacht, beziehungsweise eine Mod für ein Spiel, und zwar Battle Royale Arma 2. Für die Leute, die es damals gespielt haben, das war vor Hunderten von Jahren, und die wissen eigentlich, dass aus diesem Spiel, aus Arma 2 Battle Royale, diese ganzen Battle Royale Spiele überhaupt entstanden sind, ja. Bevor hier erstmal rumgeheult wird. Außerdem finde ich, jeder kann spielen, was er will. Die einen spielen Cutting, die anderen spielen H1Z1. Ich habe lange Zeit gespielt, fand ich auch ganz lustig so, obwohl ich da kein Langzeitpotenzial sehe. PUBG allerdings macht schon ordentlich Bock. Durch diese ganzen Visiere, Aiming ist ein bisschen schwerer. Du kannst nicht einfach aussteigen und Dauerfeuer machen und springen und fliegen und Saltos mit Autos machen, dabei aussteigen, jemanden töten, wieder einsteigen im Flug und weiterfliegen. So, like Need for Speed, nein, nicht Need for Speed. Wer ist dieser Film? Fast and the Furious like, sondern du musst hier tatsächlich aimen, du musst hier ein bisschen Taktik anwenden. Auch wenn das für mich sehr, sehr schwer ist, weil ich bin zwar natürlich taktisch sehr stark, das wisst ihr, bin dafür aber sehr ungeduldig. Das heißt also, ich rushe gern. Ich bin nicht der Typ übliche Camper, ich nenne sie immer die Badewannen-Camper, weil es gibt Leute, die gehen hier in eine Badewanne und die bleiben in der Badewanne. Die gehen erst raus, wenn sie rausgehen müssen, weil die Zunge denen Schaden macht. Und das ist etwas, was ich absolut nicht leiden kann. Also da kriege ich auch manchmal den einen oder anderen Ausraster. Die Leute, die mit mir schon mal gespielt haben, die wissen das. Muss nicht sein, aber was willst du dagegen machen? Ist halt einfach so. Wieso hat der jetzt... Warte, so will ich das haben. Jetzt habe ich alles nicht mehr nachgeladen. Dann haben wir erstmal die Seige nach. Meiner Meinung nach die stärkste Shotgun. Auch damals meine Lieblingswaffe gewesen. Eigentlich habe ich das Gefühl, nach dem letzten Patch treffe ich gar nichts mehr. Ich weiß nicht, entweder ich habe das zu lang. Ich spiele das nicht so häufig. Ich spiele das so ein, zweimal die Woche vielleicht. Mit ein paar Kollegen nachts ein bisschen oder halt im Stream. Ja, der Mantel nebenbei, damals 80 Euro wert gewesen. Ich weiß nicht, ob der immer noch was wert ist. Aber die Leute, die so viel Geld für Skins ausgegeben haben. Und wir waren mal in CSGO genauso schlimm. Ach du Scheiße. Erinnerungen werden wach. So, das Auto, das haben wir natürlich gesehen, das muss ich immer, da passe ich immer drauf auf, dass das nicht weg ist. Will aber vorher noch eine ordentliche Waffe haben. Am besten wäre so eine AK oder M4 mit einem schönen Red Dot. Oder viele bevorzugen ja mal 4 Zoom und gehen dann auf Distanz kämpfen. Ein Benzinkanister könnte ich mitnehmen, habe aber nur einen kleinen Rucksack. Und da ist endlich die lang ersehnte M4. Jawohl, mit dem Holovisier sogar, perfekt. M4 nebenbei sau stark in dem Game, sau stark, weil die echt so wenig Recoil hatten. Du kannst sie so aufpumpen. Du kannst halt im Gegensatz zu H1Z1 findest du ja Waffen, die sind gleich fertig. Hier hast du Waffen. Sehr schön, sehr schöne Zweierweste, sehr viel AK-Muni. Eine AK wäre noch ganz schön. Jetzt noch eine AK im letzten Haus. Und dann nehmen wir das Auto und dann sollte auch schon das erste Flugzeug kommen. Mal 4 Sucher nehmen wir mal mit. Ist auch nicht schlecht. Spiele ich zwar jetzt nicht so gerne mit. Bitte, war das ein SKS? Nee, das war ein Skull, ne? So, was haben wir hier? Hier haben wir das endlich, das letzte. Das bedeutet, das kommt weg, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Helm nehmen wir mit und dann geht's auch schon zum Airdrop. Und jetzt, wo wir die M4 haben... Gott, der Airdrop, ich habe keinen Plan, wo der ist. Ich sehe den, da vorne ist er. Den werden wir auch holen. Den werden wir uns holen. So, hier Einzelschuss. Packen wir 4-Versucher drauf. Und AK ohne 4-Versucher. AK spiele ich einfach gerne ohne 4-Versucher. Ich weiß nicht wieso. AK am besten komplett ohne Red Dot. Weil mit der mache ich gerne Dauerfeuer und da habe ich einfach keinen Red Dot. Da mag ich das Red Dot. Oder allgemein keinen. Und jetzt mit Vollgas im Airdrop. Ja, Jungs, Grund des Videos, was heißt Grund des Videos, inzwischen kann man das schon sagen, weil ich echt gar keine Videos mehr hochladen, deswegen stelle ich auch nicht mehr so frei, wie ich das gerne machen würde, aber vielleicht kommen wir dazu, ich sage immer wieder, ich habe immer wieder Bock auf Videos, nur integriert mal die Motivation, mal die Games, mal dies, mal das, mal auch die Mates. Ich denke, ich versuche jetzt einfach mal öfter einfach ein Video zu machen, egal ob es man guckt oder nicht, einfach für mich, weil es mir wieder Spaß macht. Und weil ich aktuell die Zeit habe, weil ich nicht mehr so viel Arc spiele. Früher
war es halt, ich habe sehr viel Offscreen für A gefahren, wie auch damals die Leute für DayZ gefahren haben und so. Fahre ich aktuell sehr viel für Ark, um euch dann im Stream coole Action zu bieten. Aber Ark hat sich sehr stark verändert. Okay, da wird geschossen. Zumindest zwei Parteien. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen von der Seite aus. Ja, der wird echt geballert. Da wird viel geballert. Der hat alles gelootet. Wir hätten das Auto verfolgen sollen. Hätte wir kriegen das Auto noch eingeholt? Ich habe leider mir nicht gemerkt, was das für ein Auto war und alles. Wäre natürlich schön zu wissen. Shit. Der wird auf jeden Fall ordentliches Gear gehabt haben. Schnell gelootet, gleich weitergefahren, hat er sehr gut gemacht. Airdrops muss man meiner Meinung nach looten. Super, super stark, gegen den Gegner viel zu viel Kontrolle. Haben wir hier jemanden? Sehen wir jemanden? Da vorne wird eben geballert in der Stadt. Sehen tue ich aber jetzt keinen. Ein Auto. Sonst sehe ich aber nichts. Ich werde das Video auch hochladen, auch wenn wir keinen Kill machen. Jungs, eigentlich sind wir ganz gut in dem Game. Heute definitiv nicht. Also heute ist nicht die erste Aufnahme, die ich hier versuche. Ein paar Mal richtig hardcore rein verkackt. Aber, ne, wie ist es in einem Survival-Game? Man kann nicht immer gewinnen. Man kann einfach nicht immer gewinnen. Ich will euch nur die Grundinfos vermitteln. Eine davon ist zum Beispiel, dass ich morgen Geburtstag habe und mich freue. Oder was heißt mich freue? Ich freue mich natürlich sowieso, aber ich möchte euch einfach mal Dankeschön sagen, dass ihr... Oh Gott, da war einer. Aha. Hier ist ein Auto. Meint ihr, hier ist irgendwo eine tote Kiste? Oh, okay. Wird einer geschossen, Alter. Okay, da ist ein Sniper. Da ist ein Sniper. Wahrscheinlich hier irgendwo im Haus. Wo zur Hölle ballert der her? Der ist hier nicht. Und wo aus ballert denn der? Ich muss an dem vorbeigefahren sein, aber der hat auf jeden Fall die Sniper. Sieht den einer von euch? Ja, ich sehe den, ich sehe den. Jawohl, jawohl! Der müsste einen Sniper haben. Das war der Typ, der gelootet hat. Hatte einen Gilly. Ach du Köpfe, der kleine. Der kleine Racker hatte einen Gilly. So, das bedeutet, wir haben uns einen Sniper ergammelt. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Also legt ihr sich hin, wenn man beschossen hat. Das legt euch bitte niemals hin, wenn ihr beschossen werdet. Weil 8 Sucher, perfekt. So, Militärstufe 3, Helmweste 2 als alles. Erst eine M24, jawoll. Mal das hier mit. Mal 8 Suche nehmen wir mit. Sonst Verband, das Schmerzmittel, Scope brauchen wir nicht. Stufe 2 können wir auch noch mitnehmen. Und eine Pan und den Ghillie-Anzug. Ich ziehe eigentlich echt ungern meine gute Tarn. Oder was heißt meine Vollzuckerbeste aus. Aber für ein Ghillie mache ich das gerne. Naja Jungs, ihr seid heute Abend alle eingeladen. Vielleicht auch morgen Abend streamen auch nochmal. Ich werde so, denke ich, zwischen 8 und 10 Uhr den Stream anmachen. Dann gucken wir mal, wie in den guten alten Zeiten würde ich erstmal eine kleine Ivan-Action machen. Ivan-Action bedeutet für die, keine Ahnung, schauen. Es wird, wir connecten einfach mit 10, 20 Mann mit Zuschauern auf Server und versuchen die Platz zu machen. So schnell im Server, schnell fahren, schnell level, alles. So ein kleines Speed-Server, Speed-PvP-Server kann man das nennen. Und danach würde ich ein bisschen mit der Community zocken. Ein bisschen Community CSGO, ein bisschen Community PUBG. Also das heißt, also ich hole mir 4 oder 5 Leute oder 3 Leute, die PUBG spielen, ins Teamspeak und dann spielen wir einfach zusammen eine Runde. Und gucken, haben einfach ein bisschen Spaß. Machen halt einfach. Machen uns einfach einen schönen Abend, Jungs. Also in der Woche, da bin
immer nicht großartig feiern gehen. Allgemein bin ich. Ich bin nicht jemand, der gerne seinen eigenen Geburtstag feiert. Andere Geburtstage feiere ich echt gerne. Einen Geburtstag habe ich noch nie so wirklich gern gefeiert. Ich weiß nicht, wer das kommt. Ist aber irgendwie so immer gewesen. Ich finde irgendwie eigenen Geburtstag feiern. Weiß nicht. War so, weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Ich denke, das kennt vielleicht viele von euch. Obwohl man bei anderen Geburtstagen immer so die Party des Lebens gemacht hat. Kein Plan. Mal ganz komisch. Ganz komisch zu erzählen. So, jetzt gucken wir mal. Wir bleiben erstmal, da wir eine sehr gute Sniper haben, die M24. Meiner Meinung nach die beste Sniper in-game. Wieso nicht die AWM? Weil für die AWM kriegst du 20 Schuss. Für die kannst du AK-Munition benutzen und naja, AK-Munition ist halt überall. Vor allem vom Dorf ja nicht so viel Munition. Ich zum Beispiel habe jetzt sogar noch eine AK als Zweitwaffe für Nahkampf sozusagen. Weil ich liebe die AK, ich finde den Nahkampf ist mega stark und die geht gut ab. Benzin sieht alles soweit ganz okay aus. Wir versuchen im Feld zu bleiben, wo wir auf Distanz schießen können. Aber ist natürlich nicht so einfach. Vielleicht steigen wir mal aus. Zone wird jetzt immer kleiner, bedeutet also, ich hoffe, wir sehen ziemlich schnell Leute, die irgendwo langlaufen, die wir abknallen können. Auf Distanz sind wir sogar ganz gut. Mit der Shotgun sind wir sehr, sehr schlecht in diesem Game. Auf Distanz, finde ich, sind wir ganz, ganz gut. Also wer unsere Streams gesehen hat, der hat da schon ein paar richtig sicke Dummen gesehen. Also vor allem, wenn wir die Sniper haben, da sage ich jetzt bestimmt nun jetzt als Vorführeffekt, da kacke ich übertrieben. Siehst du jetzt schon? Ja, guck mal, da oben muss ein Berg sein. Oh, neben. Ja, das ist der Berg neben dieser großen Stadt. Ach du Kacke, da oben. Sieht bisher so aus, als ob da oben irgendwo das Finale sein wird. Okay, es kommt wieder ein Airdrop. Wir gehen zum Airdrop. Machen wir so, wir gehen zum Airdrop. Ich nehme schon das nächste Mal wieder ein Duo auf, also Squad Game oder sowas. Mal gucken, ich muss mal gucken, wer alles mit aufnehmen möchte. Wer Bock hat, mit mir mit aufzunehmen, im Teamspeak, dann frage ich einfach mal. Ich habe ja jetzt mehr Zeit und diese Zeit kann ich nutzen, indem ich zum Beispiel wieder Videos mache oder so. Oder ich habe noch ganz, ganz viele Arcades, die ich schneiden könnte, aber da bin ich echt zu faul für irgendwie. Da muss ich alles doppelt und dreifach durchgucken, nochmal, welche Welt gut war, dort ein paar Sachen zusammenschneiden. Ich meine, auf so einem 6-Stunden-Video, ein 10-20-Minuten-Video zu machen, da muss ich schon ein paar Mal drüber gucken und die guten Szenen alle zusammenzubekommen. Und das ist halt immer schwer, sowas zu zeigen. Ja, okay, warte. Bin ich jetzt. Ach so, oh, hinter mir. So, der müsste hier landen. Der ist auch hier gelandet. Ist ja auch noch kein Gegner in der Nähe. Helm, sehr schön. Helm-Upgrade und M24. M24 kann man nicht mitnehmen, würde ich aber gerne am besten. Ich würde die am liebsten irgendwie zerstören, damit kein Angriff nie kommt. Aber geht natürlich nicht. Müssen wir da lassen. Zone soll jetzt sich hoffentlich schneller, soll meiner Meinung nach schneller kleiner werden. Weil ich will jetzt, dass die Leute dann kommen, denn ich will schießen. Und mir ist aufgefallen, am Anfang des Games sind viele Leute rumgelaufen, ja. Also am Anfang des Games sind die Leute durch Wälder gelaufen, haben Gier gesucht und alles. Ich weiß nicht, ob es da weniger Gier gab. Aber inzwischen ist es so, die Leute haben sich jetzt angewöhnt, überall zu campen, wo es nur geht. Die campen überall, wo es nur geht. Ein Gebäude wird gecampt. Eine Badewanne wird gecampt. Und die laufen auch erst los, wenn die Schaden bekommen. Die sterben, die meisten sterben sogar an der Zone. Wir können ja mal unten links, da steht immer, wenn jemand stirbt, wir können ja mal unten links gucken, dass die Leute, die sterben so oft an dieser Zone, weil die sich einfach nicht fortbewegen. Die campen in der Badewanne, laufen erst spät los oder zu spät los, wenn das Game schon mehr oder weniger vorbei ist.
abgehen, aber hier war da irgendwo noch ein Auto. Ich versuche mal das andere Auto zu holen. Ich hoffe, ich flippe das jetzt nicht zu arg. Hat mir mal geholfen. Ich versuche nochmal dieses eine Auto zu finden. Ich verstehe nicht, also die Airdrops jetzt immer wieder, die dürften eigentlich nicht nochmal rauchen. Nachdem man die einmal gelootet hat, dürften die eigentlich nicht mehr rauchen, machen die aber trotzdem mit. Hat hier jemand das Auto genommen oder ist das die Spawn? Ich glaube, die Autos sind hier alle die Spawn. Ah ne, da vorne ist es. Wollte schon sagen. Da hinten wird geschossen. Ich würde sagen, wir gehen gleich erstmal dahin, oder? Hier ist Zonenende, das heißt, die Leute werden hier hinkommen. Ich denke, wir können jetzt hier einen ziemlich guten Kopf machen. Hier wird irgendwo geballert. Das gibt es nicht. Und genau das meine ich. Die Leute campen, wo es nur geht. Ich verstehe das nicht. Wie kann man bitte sein ganzes Leben lang dort campen? Die Leute campen und campen. Die bewegen sich nicht. Die bewegen sich null. Null. Geil, ich lade das jetzt so hoch, Jungs. Nee. Ich guck da auch nicht rein. Wer denkt, dass sich einer in einem scheiß Haus einsperrt, ja? Okay, der hat den Drop da bekämpft und so, ja, hat der vielleicht gemacht. Junge, da denke ich doch nicht dran. Ich bin da, wie lange bin ich da jetzt? Oh nee, der campt da bestimmt. Wisst ihr, seit wann der da campt? Bestimmt schon, bevor ich das erste Mal da gelootet war. Das war das erste, was der gemacht hat. Der hat eine MP5. Der hat eine MP5, der ist wahrscheinlich da gespawnt, ist dort im Haus geblieben für 20 Minuten und danach geht er erst raus und... Nee, Alter, gar nicht. Ich hasse diese Leute. Man lernt spielen, lernt aimen. Boah, regt mich das auf, Jungs. 33. Platz, nächstes Mal mindestens Top 10, ja? Vielleicht auch ein Duo-Queue. Jungs, da fährt er weg. Ich hoffe, du fährst gegen einen Stein und explodierst, Mann. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Vielleicht bis heute Abend, vielleicht bis morgen Abend, vielleicht bis zum nächsten Mal. Peace out. Gebt ein Feedback, vielleicht ein paar Ideen. Haut rein!